Lust auf eine Wochenendweltreise? Wie wär's denn mit einem kurzen Trip in die USA? Oder vielleicht doch nach Spanien? Oder ans Meer in die Karibik? Sie haben die Qual der Wahl, denn am Samstag und Sonntag steht Ihnen die Welt in der Weißenfelser Jütenstraße offen. Das erste Streetfood- und Musikfestival der Saalestadt möchte zahlreiche Besucher anlocken. Wir hatten vor etwa einem Jahr eine FSJlerin, die hatte diese Idee und am Ende ihres FSJs war nicht mehr so viel Platz, um das Projekt durchzusetzen und umzusetzen. Und der glückliche Zufall hat es ergeben, dass sowie Gastronomen als auch das Biwak-Team aus der Stadt Weißenfels und der Jung City Pastoral gemeinsam sich an einen Tisch gesetzt haben und wir geschaut haben, wie kann das aussehen. Und wir von der Jung City Pastoral haben dann geschaut, was ist unsere Nachbarschaftsleistung. Wir sind immer mit den Nachbarn hier an der Jüdenstraße in Kontakt und merken auch durch die Baustellen, dass dieses Fest in besonderer Weise eigentlich zur Belebung der Innenstadt ein großes Highlight sein könnte, um wieder auch etwas der Belebung der Innenstadt eben zuzutun. Genau. Die Vorbereitungen für das geplante Event hatten schon im Herbst letzten Jahres begonnen. Nach dem Sommer 2017 haben wir eine Ausschreibung gemacht an einigen Schulen in Weißenfels mit der Idee, schickt uns doch Ideen, Skizzen von einem Foodbike. Streetfood ist bei Jugendlichen oder bei jungen Erwachsenen eigentlich sehr bekannt aus den Ballungsräumen Köln, Leipzig, Berlin, da ist das sehr hip. Sie konnten damit, glaube ich, was anfangen und wir haben einige Zusendungen bekommen, haben die umgesetzt, haben nochmal neu formiert, die besten Details auch zusammengefasst mit der ehrenamtlichen Gruppe der Jung City Pastoral, haben 5 neue Skizzen daraus entstehen lassen, haben die in ein neues Format gebracht und sind dann in die Nachbarschaft gegangen und haben gesagt, also stellt euch vor, wir machen ein Fest, wir machen Streetfood für Weißenfels mit den Menschen aus Weißenfels und wir kaufen uns keine Professionellen ein, sondern wir wollen das direkt in Weißenfels mit den Weißenfelsern machen. Stellt euch vor, ihr habt einen dieser Wagen, welchen würdet ihr auswählen? Könnt ihr ihn selber bauen? Braucht ihr Hilfe? Soll die Jung City Pastoral das Teil bauen? Und es haben sich verschiedene gemeldet, verschiedene Vereine, die Integra. Es hat wunderbar geklappt mit der Integra, aber auch das Bootshaus, unterschiedliche andere Partner der Stadt haben selber Wagen gebaut und haben auch eigene Gerichte entwickelt. Und das ist eigentlich ein Riesenerfolg, weil so viele Menschen, wir haben einen Tag durchgezählt, es haben über 100 Leute im Hintergrund eigentlich gerödelt und kleine Dinger zusammengebastelt beziehungsweise Details und Puzzleteile zusammengefügt, damit dieses Projekt entstehen konnte. Die Kreativität bei den Gerichten ist recht vielfältig. Angefangen von der bekannten Currywurst, Hamburger und den Hotdogs, wird es auch spanische Tapas, indische Curries und Rinderhüfte im Barbecue-Style geben. Aber das wohl herausstechendste Angebot gibt es wohl von der Integra. Es ist etwas exotisch und für Weißenfels vielleicht auch so, aber wir lassen uns überraschen. Was passiert jetzt hier? Wir grillen jetzt zu Sachen, die grillen und die Mehlwürmer natürlich, werden gerade zugeputzt natürlich von unserer Jenny, dass die Widerhaken am Ende ab sind, genauso wie die Flügel, weil es einfach das Essgefühl nicht hergeben würde. Mhm. Danach werden die von Steffen in heißen Öl, Jenny, im heißen Öl jetzt angebraten, werden dann mit einer Mischung von Chipotle und Zucker sowie Salz gewürzt. Und natürlich angerichtet in unseren hier davor vorgesehenen Schälchen, die wir haben, von den Streetfood zur Verfügung gestellt. Und dann gucken wir mal, ob wir es gleich ordentlich hinkriegen. Das wird am Samstag und am Sonntag dann in der Innenstadt live gemacht. Genau. Das kann jeder zuschauen. Genau. An diesem Wagen, den wir gerade hinter uns sehen, werden wir das live machen. Natürlich gerade wie auch hier mit ein bisschen viel bis mehr Öl. Auch dann zubereiten und braten, dass auch die Leute sehen, wie sowas funktioniert, dass sie nicht denken, aha, hier ist alles vorbereitet und fertig. Wird es auch da der Steffen und andere Beschäftigte der Integra natürlich dann zubereiten. Über das Probekochen am Montag hatten wir ja schon berichtet. Und auch unsere Verkostung der zubereiteten Grillen und Mehlwürmer fiel positiv aus.
Die anfängliche Skepsis beim Betrachten der Zubereitung wich der Neugier nach dem Geschmack. Und auch auf diesen Effekt setzen auch Küchenchef Steffen Gessner und seine Mitstreiter. Alle Gerichte werden als kleine Portionen zu moderaten Preisen angeboten. So haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, mehrere Kreationen zu probieren. Im Gegensatz zu anderen Streetfood-Veranstaltungen ist in Weißenfels der Eintritt frei. Wie der Name schon verrät, verwandelt sich die Jüdenstraße am 28. und 29. April nicht nur in eine Schlemmermeile, nein, vor Ort treten auch verschiedene Bands und Straßenmusiker auf, wie zum Beispiel die Burgen-Jazzband, die Status Quo Tribute Band Q-Time oder Salon Pernod. Die eine oder andere Jam-Session mit Weißenfelser Musikern, Auftritte des Improvisationstheaters und Mitmachaktionen wie der Schuh-Weitwurf sind ebenfalls geplant. Und auch das Danach ist im Blick. Genau, also die Idee ist, dass wir die Wagen jetzt dann haben, einen Fuhrpark sozusagen. Und die Idee daraus ist, dass wir eine Internetseite von der Jung City Pastoral schreiben und jeder, der eine Festivität hat, Hochzeit, aber vielleicht auch einen ganz normalen Geburtstag, kann sich das ausleihen für ein gewisses Entgelt oder eine Ausleihgebühr. Und das Geld wird in einen Sozialfonds der Stadt zurückgelegt für Kinder, für Jugendliche, die aus finanzschwachen Gegenden, aus Familien kommen, die sich gewisse Dinge nicht leisten können. Es ist ganz wichtig, dass wir nachhaltig darauf schauen, dass unsere Stadt in den vereinsamten Milieus, die wir haben, dass die wieder reaktiviert werden, damit wir auch wirklich nicht nur Lippenbekenntnisse machen, sondern wir müssen aktiv die Ärmel hochkrempeln. Und das ist eigentlich das Tolle an dem Projekt, dass wir das auch mit den verschiedenen Akteuren geschafft haben, dieses Bewusstsein sensibel auch zu machen. Wir können allen Beteiligten für den Erfolg des Festivals nur die Daumen drücken und hoffen, dass das Wetter an den beiden Tagen hält und es trocken bleibt. Und ansonsten wünschen wir allen eine gute Unterhaltung, viel Spaß und guten Appetit. Und ich belasse es natürlich, liebe Zuschauer, nicht bei der Heuschrecke. Ich nehme mir jetzt auch noch so einen Mehlwurm. Und muss sagen, schmeckt lecker. Wie gesagt, probieren Sie es am Samstag aus in Weißenfels.